Ich glaube, ich habe es geschafft. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt dieses Setting alleine hier aufgebaut habe. Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wird es heute einen Style & Talk geben. Ich klemme mir jetzt erstmal die Haare aus dem Gesicht und dann gucke ich mir eure Fragen an, die mir auf Instagram gestellt worden sind. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe mir diese neuen Clips... Nee, das ist falsch rum, glaube ich. Wahlen, Parteien. Tatsächlich habe ich heute meinen Wahlbrief bekommen. Ich muss mir heute Abend auf jeden Fall mal die ganzen Wahlprogramme nochmal durchlesen. Ich bin nämlich noch ein kleines bisschen unsicher. Falls ihr euch unsicher seid, auf jeden Fall wählen. Egal was, auch wenn ihr das durchstreicht und keine Partei wählen wollt, bitte nicht zur Wahl gehen, weil ihr verteilt trotzdem Stimmen, obwohl ihr nicht da wart, an die ihr keine verteilen wollt, zum Beispiel an die AfD. Das ist blöd, das wusste ich früher nicht und seit ich das weiß, gehe ich auf jeden Fall hin. Ihr könnt auf jeden Fall immer eintragen bei Google Wahlprogramm CDU. Und dann kommt das Wahlprogramm der CDU oder FDP oder Linke oder Grüne oder wie auch immer. Und dann könnt ihr euch für die richtige Partei entscheiden. Es gibt auch noch kleinere Parteien, das wollte ich noch dazu sagen. Und lest euch das alles gründlich durch, weil es ist nicht immer so, wie es aussieht. Also es ist schon... komplexer. Maschinerie hinter der Politik ist schon eine mächtige, große und deswegen be careful. Es ist eure Stimme. Eure Stimme ist so wichtig. Ja, das war so ein Halbsagen irgendwie, ne? Aber was willst du auch bei der Politik sagen? Du kannst es ja dann eh nie richtig machen. Das Ding ist, man kann ja noch nicht mal mit Freunden so richtig über Politik reden. Da gibt es auch dann immer Zank. Stellt euch vor, ich würde hier meine Meinung sagen. Klar, man weiß ja ungefähr, wie eine Person eingestellt ist, aber wen sie am Ende wählt, ist ja dann jedem sein eigenes Bier, ne? Tara, was machst du für deine Figur? I love it! Danke! Im Moment gar nichts und ich sehe auch im Moment tatsächlich so aus. Also ich habe im Moment, ich glaube, über 5 Kilo zugenommen. Ich habe ja das Progesteron genommen. Progesteron bildet ganz viel Wasser im Körper und auch das Östrogen und so weiter. Das habe ich jetzt alles abgesetzt und... wir fliegen morgen in den Urlaub, also während ihr das Video seht, bin ich im Urlaub auf Ibiza, freue mich da sehr drauf. Ich weiß nicht, es ist ja auch so, dass gerade irgendwie alle Welt nach Ibiza fliegt. Das liegt aber daran, Leute, und nach Mallorca, dass sich alle halt in Europa aufhalten und es ist halt Griechenland, Ibiza oder, also Griechenland, Spanien oder, aber so die Hauptversammlung findet ja irgendwie schon auf Griechenland und Spanien statt, finde ich, und gerade auf Ibiza und Mykonos. Kreta geht das meiste. Empfinde ich das jetzt nicht so als Hype, wie zum Beispiel damals Dubai, sondern jo. Wenn ich wieder da bin, gehe ich zum Oscar. Das ist ein guter Freund von meinem Mann, die saßen schon in der Schulzeit nebeneinander und fange mit meinem Sport wieder an. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich nicht gut gegessen. Wenn ihr so meine Stories verfolgt habt, könnt ihr auch erkennen, ich habe kaum irgendwie gekocht selber. Ich habe ganz viel bei den Verwandten von meinem Mann gegessen oder habe dann irgendwie draußen gegessen oder bei meiner Mama oder so. Aber selber habe ich kaum noch gekocht. Das stört mich und ich habe halt dann irgendwie immer Schrott gegessen. Ich tue gerade gar nichts und falls ich nicht so aussehe, als hätte ich zugenommen, lass dich nicht blenden. Instagram, ich habe letztens so vorher, nachher Bearbeitungsbilder von den ganzen Stars gesehen. Es ist schon krass. Wir von NYX, den mag ich auch sehr, sehr gerne, den Born to Glow Concealer. Ja, also auf jeden Fall, lasst euch nicht so krass blenden und so. Also es ist wirklich tatsächlich meistens die Pose, wie man sich hinstellt oder hinsetzt und so. Und ja, wer will denn sich so zeigen, wie er sich unwohl fühlt? Ich meine, klar, ich bin jetzt nicht super unwohl und so, aber es war mal besser und da will ich wieder hin. Es war mal besser, also ich war mal sehr, sehr viel fitter. Und es ist auch so, dass man sich besser fühlt. Das ist eine wirklich immer gestellte Frage. Das ist, ob der Thermomix sich tatsächlich lohnt und die Vor- und die Nachteile vom Thermomix. Ich muss wirklich sagen, der einzige Nachteil für mich ist, dass man ganz oft irgendwie den Mixtopf spülen muss. Dafür muss man, also ich habe jetzt 2 Mixtopf-Töpfe, weil ich einen zur Hochzeit geschenkt bekommen habe von meiner Freundin. Aber sonst hatte ich auch nur einen und man muss den dann immer auseinanderbauen und dann halt waschen. Und um vielleicht manchmal den nächsten Vorgang zu machen, ne? Das ist wie wenn ihr halt alles aus eurem Topf rausholt, aus dem normalen Topf und den waschen müsst, um ihn dann wieder neu zu benutzen. Nur, dass euer Topf noch so ein Messer integriert hat und dass das auch ein bisschen komplizierter ist, das richtig zu waschen. Ansonsten finde ich, es gibt nur Vorteile. Also er hat die neuesten Rezepte. Das Essen schmeckt wirklich gut, was da rauskommt. Und es ist vielleicht auch so, dass der Mixtopf ein kleines bisschen klein ist. Also ich würde sagen...
zu so einer 4- bis 5-köpfigen Familie reicht es. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Menge Freunde einlädst oder so, wenn ich viele Freunde eingeladen habe oder viele Verwandte oder sowas, ne, alle zu mir gekommen sind zum Essen, dann habe ich schon mal die Suppe zweimal gekocht, weil es ist schon wenig. Also es ist nicht so super viel. Also bei so größeren Familien, ab so 5 Personen, macht schon zum Beispiel so eine Bolognese, macht er schon für so 7 Personen, finde ich. Aber so zum Beispiel Suppen eher weniger. Also da muss man gucken, dass man irgendwie die Menge so ein bisschen anpasst. Ansonsten, wer überlegt und ja, das Geld beiseite hat für einen Thermomix, er ist wirklich eine Investition wert. Also er hat mich nicht enttäuscht, er hat mich wirklich immer gut begleitet. Und ich muss übrigens noch packen, wir gehen noch Esra besuchen, weil sie ja entbunden hat, meine Freundin Esra. Die ist auch auf Instagram. Ich muss noch zu der Tante von meinem Mann und wir haben schon 17.34 Uhr. Ich weiß nicht, wie schnell die Zeit heute gerannt ist. Allerdings konnte ich die ganze Zeit nicht drehen, weil der Klimaanlagentyp da war und er war so laut, dass ich hier oben überhaupt nicht drehen konnte. Meine Bridal Face Palette. Das Banana Powder ist so leer. Bist du geimpft? Wenn ja, wie ist dir das ergangen? Also gegen Corona? Yes, ich bin geimpft. Allerdings, mir ging es gut danach, muss ich sagen. Aber ich kenne, also mein Mann zum Beispiel, dem ging es schon nach der ersten Impfung nicht gut. Der wurde die erste mit Astra geimpft und die zweite mit BioNTech. Ich wurde nur mit BioNTech geimpft. Mir ging es gut, aber ja, es kommt natürlich drauf an. Manchmal geht es einem auch dann mal nicht so gut. Allerdings ist es jetzt keine Impfempfehlung, Aussprechung oder sonst irgendwas. Ich finde, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es ganz schlimm, wenn man auch den Leuten sagt, die nicht geimpft werden wollen, dass sie jetzt irgendwie weniger Rechte haben und so weiter. Ich finde, das ist wirklich, wirklich eine Trennung der Gesellschaften und so. Das sollte einfach jedem selbst überlassen sein. Entweder ich möchte geimpft werden und komme damit klar oder ich möchte nicht geimpft werden und komme auch damit klar. Und ich weiß, da gibt es ganz, ganz viele Meinungen. Allerdings muss man so erwachsen und so tolerant sein, die verschiedenen Meinungen einfach zu respektieren, zu sagen, der möchte das halt einfach nicht oder der möchte das halt einfach. Ja, aber davon gibt es leider nicht so super viele Menschen, die dann einfach sagen, hey, es ist jedem selbst überlassen. Nein, die Leute urteilen immer. Guck mal, die ist geimpft, bla bla bla. Guck mal, die ist nicht geimpft, bla bla bla. So was juckt sich so, ne? Also jeder muss es für sich machen. Die nicht geimpft sind, die werden sicherlich ihre Gründe haben. Und die geimpft sind, werden auch ihre Gründe haben. Und am Ende sind wir ein freies Land und man muss die Meinungen anderer Menschen einfach akzeptieren. Das ist halt einfach so. Und bla 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 bla, das sehe ich anders, ist mir egal. Kann jeder sehen, wie er möchte. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass jeder selbst entscheiden kann. Ja, weil ich weiß genau, es wird wieder vielleicht Diskussionen geben oder so, aber wie geht es weiter auf YouTube? Kommen wieder mehr Vlogs, I miss you. Also um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass, ich glaube, ich hole euch ein kleines bisschen näher ran, oder? Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass mich so viele vermissen und mir so oft schreiben, boah, jetzt wo nur ein Video kommt, weiß man das mehr zu schätzen. Es ist ja dann auch so, dass es mehr auffällt, wenn mal ein Video ausfällt, wie zum Beispiel vor 2 Wochen, da ist ja eins ausgefallen und man merkt es dann schon und so und wann kommt denn wieder mehr und ich habe mich tatsächlich die letzten Tage sehr viel damit beschäftigt und mir fehlt es auch extrem. Ich habe nur das Problem, dass ich nicht so viel schneiden kann. Erstens, weil mein Arm sich sofort entzündet, also ich kriege sofort diese Entzündung in meinem Schulter- und Arm-Ellenbogenbereich, Tennisarm und so weiter. Es stresst mich total, weil ich das ja mehr Arbeit, also das dauert ja viel länger, also so ein Schnitt dauert extrem lange. Und ich vernachlässige dann die anderen ganzen Sachen, die ich machen muss und bin dann die ganze Zeit nur darauf fixiert, YouTube-Videos zu machen und bin dann natürlich auch deprimierter, wenn mal ein Video nicht so gut läuft oder wenn ich dann Abos verliere oder so. Aber wenn man halt Hilfe hat, dann konzentriert man sich aufs Wesentliche, weil es ist am Ende der Latte, solange mir die Leute, die mich gerne gucken, folgen, sollte mich das auch nicht stören, wisst ihr? Aber man sucht sich dann so überall irgendwie eine hier und da Ausrede aus, um zu sagen, dass man einfach überfordert ist. Und das ist halt das ganze Ding. Deswegen habe ich ja meiner Schwester auch zum Geburtstag mit meiner Familie zusammen ein MacBook geschenkt. Sie wird mich beim Schnitt unterstützen. Sie studiert ja auch was in Richtung Medien und deswegen sie hat da auch Bock drauf und es ist ein junges Mädchen und ich weiß ganz genau, sie hat meine besten Absichten im Kopf und wird immer so schneiden, dass sie niemals irgendwie so Larifari macht oder so, weil sie weiß, dass ihre Schwester sich einfach für diesen Traum, den sie jetzt lebt, halt den Hintern aufgerissen hat. Und das ist halt leider in dieser Branche nicht so üblich. Also wenn man einen Cutter hat, ein Cutter kostet übrigens auch
schweineviel Geld. Und da lohnt sich nicht mal die YouTube-Einnahme. Das gleicht sich einfach aus. Ne? Aber das Ding ist, so ein Cutter ist halt nicht dein Freund. Und es juckt den halt nicht, ob du gerade irgendwie, ja, also er guckt jetzt nicht so hardcore drauf wie jemand, der dich gerne mag, wie zum Beispiel die Schwester oder so, ne? Habe ich mir überlegt, also sie wird jetzt natürlich so ein bisschen Probeschnitt machen und so ein bisschen sich reinüben, weil das ist ja auch ein Programm, was sie noch gar nicht kennt und so. Und sie guckt schon fleißig meine Videos, damit sie auch so den Schnittstil kennt. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn man so ein paar Sekunden Zeit hat, wenn ich zum Beispiel jetzt erst weiterrede, dann habt ihr irgendwie so 3 Sekunden nichts von mir gehabt, sondern einfach nur, ich habe euch einfach nur die Zeit gestohlen. Und das sind so Dinge, auf die ich sehr viel Wert lege und bei denen ich sehr oft denke so, komm schon. Ich freue mich einfach, dass meine Schwester jetzt das macht. Und meiner Schwester kann ich halt auch jederzeit anrufen und sagen, ey, kannst du bitte das so und so machen oder das nächste Mal das so und so machen. Muss man natürlich sich jetzt alles rantasten. Ich muss ihr natürlich jetzt auch die Zeit geben, erstmal sich da reinzufinden. Und deswegen, ja, werden wir wahrscheinlich erstmal parallel schneiden und ich werde gucken, wie sie schneidet und so weiter. So viel dazu. Es wird mehr Vlogs geben. Ich habe mir überlegt, dass ich wieder hier zu Hause nach dem Urlaub anfange, mehr zu machen. Und dass ich euch dann wieder in die Vlogs so, ja, dass ich so 2 Vlogs die Woche mache. Vielleicht auch so in der Woche die Vlogs raushaue, an einem Dienstag und einem Mittwoch zum Beispiel. Und dass die wirklich auch so eine schöne Geschichte haben. Und zwischendurch kann man ja die ganzen Style-Talks machen und so, aber die Vlogs waren irgendwie so unsere Lieblingsvideos, oder? Ich möchte gerne so einen natürlicheren Look machen. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht mehr in die Sonne fliegen müssen. Wir wollten einfach nochmal in Urlaub fliegen. Ich hätte gerne nochmal so einen Urlaub in den Bergen oder so gemacht. So ein kleines bisschen noch was zu meinen Haaren. Was benutzt du außer Nuscha noch für deine Haare? Tatsächlich benutze ich nichts außer Nuscha. Also ich benutze Shampoo, Conditioner und Masken von Nuscha. Sonst mache ich mir keine anderen Produkte in meine Haare. Ich habe auch das Haarspray und so weiter von Nuscha und Öl und so. Also falls ich dann noch irgendwelche Produkte brauche, habe ich sie auch da. Auch das Trockenshampoo. Also ich bleibe dieser Nuscha-Sache einfach treu, weil sie mir einfach am meisten was gebracht hat und sie mir wirklich sehr geholfen hat im Thema Haar. Aber hier ist zum Beispiel noch eine Frage und zwar, wie machst du es, dass deine Haare nie verknoten? Meine Haare tatsächlich, ich benutze ja auch dieses den Leave-In-Conditioner für die Haare und tatsächlich mit diesem Leave-In-Conditioner klappt es ganz gut, dass die Haare nicht verknoten nach dem Duschen. Ganz allgemein, so am Tag verknoten die jetzt nicht. Ich föhne die ja dann mit dem Dyson, entweder mit dem Airwrap oder einfach föhne die mit dem Supersonic und dem neuen Aufsatz. Aber die verknoten jetzt nicht, weil ich vorher schon eine ganz gute Pflege drin habe. Ich habe ja diesen Leave-In-Conditioner auch noch drin, der auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und ja, so ist das Ganze ganz gut. So, jetzt mal gucken, was wir hier mit meinen Augen machen. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich nur, ich habe schon ein bisschen Bronzer meine Augen geklatscht. Aber ich wollte hier eigentlich nur so ein bisschen was Entspanntes machen. Hast du mal wieder überlegt, Balayage zu machen? Ich habe wirklich letztens darüber nachgedacht, dass ich wisst ja, ich habe damals ganz früh schon Balayage gemacht und ich habe so überlegt, ob ich das wieder machen sollte. Allerdings sind davon meine Haare ja damals auch ein klein bisschen Schrott gegangen. Vielleicht irgendwie nächstes Jahr oder so. Oder bleibe ich bei Schwarz? Ich weiß es nicht. Ja. Was sagt ihr? Ich finde es auch voll schön, dieses Balayage. Sieht auch bei so Flechtfrisuren richtig schön aus. Ich sage euch auch eine Sache. Auf Insta kommen Haare, die so mit Balayage sind, gestrehlt sind und so, meistens besser an als komplett eintönig irgendeine Haarfarbe. Was war die härteste Zeit deines Lebens und was konntest du aus ihr mitnehmen? Ich würde sagen, es gab so mehrere Abschnitte in meinem Leben, die nicht so cool waren. Ich muss wirklich sagen, ich fand meine Jugend nicht so toll. Also ich hatte wirklich einen super, super strengen Vater, der sehr, sehr, ja, viel Angst einfach hatte und das alles nicht so richtig kannte. Und auch, wir sind ja hier nicht groß geworden. Also er ist ja hier nicht groß geworden, kannte das alles nicht und war halt eben einfach strenger. Und deswegen war das alles so ein bisschen, ich war so ein sehr freiheitsliebender Mensch und wollte alles machen, was meine Freundinnen halt auch machen. Und er hatte schon Angst halt auch davor. Und deswegen bin ich in meiner Jugend wirklich ganz oft einfach ausgebrochen aus meiner Haut. Ich habe Dinge gemacht, die ich nicht durfte zum Beispiel. Ich bin ja auch so ein Mensch, wenn du mir sagst, nee, dann mache ich es irgendwie extra. Also ich bin so ein Stier halt, ne, mit Aszendent Löwe. Kann schon mal in die Hose gehen, du. Das soll jetzt gar nicht so das Ding sein, aber das war so vielleicht so eins der schwierigen Dinge in meinem Leben. Allerdings kann ich nichts aus ihr mit rausnehmen, weil
Das ist ganz normal, dass ein Teenager eben auch das machen möchte, was seine Freunde machen und auch mit denen rausgehen möchte, mit denen feiern möchte, mit denen länger draußen bleiben möchte. Und ich hatte wirklich keine schlimmen Freunde oder so. Also keiner hat irgendwie Drogen genommen oder war irgendwie exzessiv in irgendwas. Und das halt später so ein bisschen besser nachvollziehen kannst und sagen kannst, hey, das war vielleicht beidseitig nicht so ganz okay, ne? Frühen Erwachsenenzeit, da kam ich gerade aus einer Trennung. Das war für mich, das Ding war, es ging eher weniger um die Trennung, sondern mehr darum, dass ich in ein wirklich rasant tiefes Loch gefallen bin, weil ich sehr, sehr einsam war. Ja, einfach auf einen Schlag eine Menge Freunde verloren. Das war nicht so cool. Ich habe von vielen Menschen, von denen ich mehr Unterstützung irgendwie erhofft hatte, keine Unterstützung bekommen und war sehr einsam in dieser Zeit. Also ich habe neue Freunde kennengelernt. Es war in der Zeit, in der ich mehr in Köln war dann und auch mehr meine neueren Freunde kennengelernt habe und mehr mit denen dann gemacht habe. Ich habe auch erst, 2015 war die Trennung, meine ich, ne? Und 2017, Dezember 2017, habe ich erst meinen Mann, war ich erst mit meinem Mann, damalig Freund natürlich, zusammen. Den habe ich im November 2017 kennengelernt. Also es war fast 3 Jahre später. Eher so 2,5, weil ich mich so Ostern 2015 ungefähr getrennt hatte. Und genau, da war ich halt sehr, sehr einsam. Also ich muss schon sagen, das war schon, ich hatte ganz, ganz viel, so egal, ich war ganz viel mit meiner Cousine damals zusammen. Und sie hat mich in der Zeit wirklich sehr, sehr krass aufgefangen. Also ohne sie weiß ich nicht. Ich war so verloren und sie hat mich so aufgefangen. Also ich hätte diese schwere Zeit nicht halb so gut überwunden. Sie hat mich sehr, sehr aufgefangen. Ich werde auch diese Zeit, die ich mit ihr damals verbracht habe, nicht eine Sekunde vergessen. Wir hatten wirklich die tollste Zeit auf Erden und wir waren die allerbesten Freunde. Ich lasse euch ja sehr, sehr viel in mein privates Leben so rein, auch wenn viele denken, dass ich viel verschweige. Aber eigentlich sage ich euch so, meinen tiefsten Schmerz habe ich euch immer mitgeteilt und ich finde, das ist mehr wert, als euch das Gesicht meines Mannes zu zeigen oder so, ne? Das ist so, das hat für mich egal, naja, mehr Wert. Auf jeden Fall, diese Zeit werde ich ihr nie vergessen, was sie da alles für mich gemacht hat. Und kurze Zeit vorher war auch meine Tante verstorben. Also uns hat sehr, sehr viel zusammengehalten. Dass da das auch kaputt gegangen ist, hat mir auch so ein bisschen mein Genick gebrochen. Ich war wirklich dann sehr, sehr einsam. Die Definition von Einsamkeit habe ich in dieser Zeit gespürt. Ich hatte Schlafparalysen, ich war ganz krass traurig, ich war sehr traumatisiert von den ganzen Dingen, die mir passiert sind. Ich war sehr, sehr das ist wirklich nicht leicht, auch darüber zu sprechen. Ich glaube, dass da jeder reinkommt, aber ich glaube auch ganz fest daran, dass da jeder rauskommt, weil auch ich bin da rausgekommen und so ist es bei mir auch passiert. Wie oft streiten dein Mann und du und wie gehst du damit um? Interessiert mich voll. Also ich muss tatsächlich sagen, wir haben uns vor meiner Hormontherapie deutlich öfter gestritten. Ich war einfach auch ein Wrack. Übrigens, diese neue Mascara hier von Catrice, ich sage euch, ne, die ist schon mega. Verlinke sie euch in die Infobox. Ich würde sagen, normal, also nicht viel, ehrlich gesagt. Meistens sind es eher kleine Zickereien, so, oh, ja, ist jetzt gut oder so. Aber es ist nicht, es artet nicht aus. Einmal im Monat, so. Ich würde sagen, ganz, ganz, ganz normale Durchschnitt. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Du darfst eine jegliche Person, egal ob tot oder nicht, in dein Leben holen. Wen würdest du holen und wieso? Sehr, ohne eine Sekunde zu überlegen, meine Oma. Sie war der tollste Mensch der Erde und ich hätte sie gerne dabei gehabt. Ich hätte ihr gerne meinen Mann vorgestellt, als wir geheiratet haben. Und ich hätte sie auch, ja, einfach gerne die letzten Jahre bei mir gehabt. Sowieso mein ganzes Leben war meine Oma für mich wie eine zweite Mutter. Wenn du dir etwas an deinem Haus wünschen könntest, was wäre es? Pool, größerer Keller, Dachterrasse. Wir haben ja einen Whirlpool, deswegen ist es ein bisschen unnötig. Gerade dieser Sommer hat einem auch gezeigt, dass man das definitiv nicht so wirklich in Deutschland braucht. Wobei 2019 und 2018 so war richtig heiß, aber naja, egal. Aber hier steht Dachterrasse und ich finde Dachterrasse eine richtig coole Idee. Es wäre richtig cool, wenn man hier irgendwie nochmal so einen Ausgang hätte auf so eine wunderschöne große Dachterrasse. Statement zum Mobbing im Netz, warum Instagram so wenig tut. Warum Instagram so wenig tut, weiß ich nicht. Ich finde es, glaube ich, auch sehr schwer. Also ich will nicht in deren Haut stecken.
Das sage ich nicht, weil ich irgendwie Instagram verteidige. Ihr wisst, ich hau immer meinen Senf raus. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr schwer. Ganz kleines Team ist für Deutschland. Und wie die beiden sich in zwei teilen sollen, oder es sind zwei, die ich jetzt kenne, die so für Social Media Instagram zuständig sind. Leute, es sind zwei Personen. Zwei Personen. Und die reißen sich wirklich den Hintern auf. Und ich erreiche sie auch ganz, ganz häufig. Also eher nicht, als dass ich sie erreiche. Aber ich weiß, es sind halt zwei Personen. Ich finde es ganz schlimm, dass es so Mobbing und sowas gibt. Ich finde auch, dank dieser ganzen Insta-Fakes und Fake-Welts und was weiß ich, was es alles gibt, ist dieses Mobbing alltäglicher geworden. Es ist so, ganz, ganz viele Leute folgen diesen Seiten. Ich kann es nicht verstehen, wie man gerne jemandem folgt, der andere Menschen fertig macht. Ich habe auch eigene Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, ja, ich habe das bei Instafix gesehen. Und dann denke ich mir so, du hast es bei Instafix gesehen. Du folgst Instafix. Und das sage ich nicht, weil ich eine Bloggerin bin. Ich habe damals schon niemals bei diesen ganzen Kreidelkreiselforen mitgemacht, wo diese Lästermäuler dann unterwegs waren. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schreckliche Eigenschaft von einem Menschen. Wenn du jetzt gerade zuschaust und Instafakes folgst, frag dich mal, warum musst du dein Leben mit so etwas füllen? Was ist daran so toll, dass man Gerüchte und Lügen oder auch Wahrheiten über Menschen verbreitet, die sie nicht im Netz haben wollen oder einfach über Menschen zu lästern, dass eine Gruppe von Menschen sich zusammentut und angebliche Fakten zusammenstellt. Weil diese Fakten, Miladies, die führen immer dazu, dass diese Person dann auch angegriffen wird. Ist ja nicht so, dass ich noch nie bei Instafakes war. Die kommen dann ja rüber und sagen, du so und so und so und so und so. Und ich denke mir so, what the fuck, das ist nie so passiert. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Ich bin einfach nicht so, wie du mich da darstellst. Es ist schon krass, auf jemanden, der völlig anonym ist, so viel Wert zu legen. Es ist so. Dann noch die letzte Frage, die würde ich sehr gerne beantworten. Und zwar, kommen diesen Herbst Produkte von mir raus? Also, diesen Herbst wird es wahrscheinlich sehr schwer. Ich muss tatsächlich sagen, durch Corona war es eine absolute Katastrophe, die Produkte zu testen, sie Langzeit zu testen. Ich habe sie dann wirklich, also, dieses Serum schon allein, ne? 100 Millionen Mal getestet, zurückgeschickt und dann wartet sie wieder 100 Jahre, bis das Produkt wieder da ist. Es war sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr klappt. Ich wage es eher zu bezweifeln. Vielleicht gegen Weihnachten. I don't know. Ich hoffe, wir kommen ganz bald dazu, mehr Videos zu drehen und irgendwie uns mehr ein bisschen auszutauschen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. I love you so much. Bye, bye.